Oberbürgermeister als Propheten sind sehr ungeeignet. Also jedenfalls, was meine Person angeht. Und das war für mich dann ein Ansporn zu sagen, ich kann da jetzt nicht nur Konsument von politischen Ereignissen sein, sondern ich möchte mich da aktiv mit einbringen. Seit ich das zum 100. Mal gehört, warum muss ich mir das 101 Mal noch anhören? Aber da habe ich mich dann immer an der Krawatte oder an der Jacke gezupft. Dass mich das eigentlich am meisten gereizt hat, nämlich die immer wieder neuen Herausforderungen, die wir oft gar nicht planen konnten, die dann einfach gekommen sind. Aber darauf zu reagieren im Interesse der Bürgerschaft und der Stadt, das ist das eigentlich besonders Herausfordernde und das auch, was mich am meisten motiviert hat. Eigenes Denken und eigene Entscheidung, das gehört zusammen und das ist in einem Ratstisch, vor allem an einem Ulmer Ratstisch, besonders wichtig.